So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und was sehen wir in der B&I-Liste? 2 Fünfer in 6 Minuten und in 8 Minuten. Aber die ignorieren wir mal jetzt gekonnt. Und wenden uns mal dem heutigen Thema, denn das Höhen-Event ist ja vorbei. Schon ein paar Tage, aber wir wollten trotzdem mal schauen, was hat das Höhen-Event denn gebracht? Die Ausbeute von Kyogre und Groudon, wie viele Raids ungefähr so, wie viele Shinies, sind ein paar gute dabei und ja, da würde ich sagen, gehen wir zuerst mal in den Pokédex, schauen mal auf, was sind die denn eigentlich? Wir gehen mal hier hin und eins zurück, da müssen wir die ja dann gleich haben. Ach, es lädt und lädt. Ach, bin ich bekloppt. Nein, die sind nur von der 3. Also gehen wir auf die 4 und gehen 1 zurück. Zack. Und dann haben wir hier Kyogre. Das seht ihr insgesamt. Also das ist ja jetzt schon das dritte Mal da gewesen. Am Anfang normal, dann kam es nochmal zurück als Shiny. Dann kam es jetzt nochmal zurück als Shiny. Und jetzt haben wir also Kyogre 230 gesehen, 118 gefangen. Das ist ja richtig schlecht, diese Quote. Aber ich muss sagen, ich habe da wirklich auch gar keine Geduld gehabt, denn ich fand, das ließ sich so blöd fangen. Erst hat es immer so weit hinten gesessen, dann haben sie das gefixt. Dann, wenn es mal im Fangbildschirm war und man wollte es fangen, es ist immer so nach links und dann wieder nach rechts und bis es dann mal angegriffen hat. Also mit dem Fangtrick, das war wirklich eine Geduldsprobe, da zu warten, bis das wirklich in der Mitte sitzt, angreift und ihr einfach schön werfen könnt. Dann war es zwar kein Problem, einfach fabelhaft zu treffen, aber so viel Zeit hatte ich meistens nicht und Geduld. Und deswegen, wenn man da 18 Bälle hat und will dann einfach 18 Mal warten, bis das in der Mitte ist und angreift, da rastet man komplett aus. Also habe ich einfach immer den Ball draufgezogen, draufgezogen, draufgezogen. Viele sind abgehauen, bei vielen hat man sich auch gar keine Mühe gegeben, wenn die schlecht waren. Ich war eben dann auf der Suche nur noch nach Shinies oder eben nach guten IV. 230 gesehen, 118 gefangen. Schreibt ihr mal rein, wie ist eure Statistik bei Kyogre? Schreibt es mal unten rein. Dann gucken wir uns nämlich gleich Groudon an. Bei Groudon sehen wir, ist klar, ist weniger. Ist ja auch nur das zweite Mal jetzt da gewesen mit Shiny-Einführung. 178 gesehen, 127 gefangen. Und Groudon hingegen ließ sich einfach so gut fangen. Obwohl ich da auch meistens keine Geduld hatte, wenn man warten wollte, bis das angreift. Aber das saß wirklich einfach nur in der Mitte rum, hat einfach gechillt, hat nichts gemacht. Und wenn es dann mal angegriffen hat, okay, aber der Kreis, der war eh, selbst wenn er so groß war, habt ihr immer noch einfach fabelhaft getroffen. Deswegen, Kyogre, ja, 118 und 127. Also Groudon immer noch gut zu fangen, auch für viele, die sonst immer Probleme haben, einfach fabelhaft zu treffen, konnten da sicherlich ein bisschen abstauben. Ihr seht, bei beiden ist der Shiny-Eintrag auch vorhanden. Noch keine Luckys, aber ich habe ja jetzt so viele da, die ich noch tauschen kann, dass die vielleicht dann auch dazukommen. So, dann wollen wir mal reinschauen. Oh, ein Kirlia ist hier noch aufgegangen. Und wir ottomen mal nach WP, suchen mal Kyogre. Das seht ihr, in der Vergangenheit hatte ich schon mal eins, hier ein 98er, das habe ich damals gemaxt, ist vom 2.2.2018 und das andere ist vom 1.2.2018, also 2 Tage hintereinander, 2 98er bekommen, die sind schon gemaxt, dann haben wir 2 mit Wetterbooster, die sind auch alt und ganz neu, ohne Datum. Ja gut, weil es neu ist, deswegen steht da noch nichts dran, erst wenn es vom Vorjahr wäre. 2351, ein 100%iges, da drücken wir mal kurz die Bewertung auch durch. Und der Typ sieht richtig komisch aus auf einmal. So richtig gezeichnet und hell und kann es im Kampf mit allen aufnehmen. KP beste, Angriff klasse, Verteidigung klasse, die besten, die ich je gesehen habe. Alle 3 Werte auf 15. Also ein 100er, das werden wir auf jeden Fall noch hochziehen. Dann habe ich noch ein 98er, nur mit 14 Angriff und ein 96er mit 15 Angriff. Noch ein 96er, ein 93er mit 15 und das geht so weiter. Ihr seht, da sind einige dabei. Da haben wir das erste Shiny mit 91%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Shiny Kyogre. Leider Gottes, wie ihr seht, sammeln die sich einfach komplett unten an, nach WP sortiert. Also alle, die schlecht sind, sind dann Shiny geworden. Aber 10 Shiny Kyogre jetzt mittlerweile nach dem dritten Mal Kyogre, wie es da war. Jetzt natürlich die Frage an euch,
Also schreibt nicht nur eure Statistik unten runter bei Kyogre, wie viel gesehen, wie viel gefangen. Und nicht nur bei Groudon, wie viel gesehen, wie viel gefangen. Sagt mir auch mal, was würdet ihr eher hochziehen? Ein 98er mit 14 Angriff oder ein 96er mit 15 Angriff? Ich glaube, damals habe ich immer die mit 15 Angriff vorgezogen, weil das am wichtigsten ist, wenn man angreift. Aber vielleicht macht es auch nicht den großen Unterschied und man geht einfach wirklich nach den höchsten IV. Wie macht ihr das? Schreibt es mal drunter. Das 100er werde ich auf jeden Fall hochziehen und dann entweder noch das 98er, damit ich drei 98er habe, oder eben das 96er, damit ich 15 Angriff habe. Bonbons würden ausreichen, sieht man ja, passt genau. Jetzt schauen wir nochmal kurz auf Groudon. Und bei Groudon haben wir auch von damals, das ist am 18.12.2017, ein 96er, genau. Das habe ich hochgezogen, weil es ja wie gesagt 15 Angriff hat. Dann haben wir Wettergeboostete, eine ganze Menge, und auch ein wettergeboostetes Shiny. Wir zählen mal die Shinies erstmal durch. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Auch 10 Shiny Groudon, und da hat sich sogar noch ein Gronkh, Gronkh war der YouTuber. Da hat sich auf jeden Fall die Weiterentwicklung vom Spoink noch eingeschlichen. Und wenn wir mal nach den WP schauen, die oben die Wettergeboosteten, die sind alle nicht so gut. Deswegen gehen wir mal runter. Wo hören die denn auf? Wir haben hier unten also noch. Genau, 23,38, da wäre es ja auch 23,51, eben ein 100er. Wir haben hier einen 96er mit 14 Angriff, einen 93er mit 15 Angriff, noch einen 93er mit 15, hier unten sogar noch einen 91er, beziehungsweise zwei 91er mit 15. Dann natürlich auch wieder die Frage, würdet ihr einen 96er hochziehen mit 14 Angriff oder lieber einen 93er mit 15 Angriff? Legt ihr Wert auf die 15 bei Angriff oder ist das egal und ihr geht nur nach den höchsten IV, dass das auch die höchsten WP erreicht? Da habe ich leider bis jetzt nur 1 hochgezogen, würde am liebsten also noch 2 hochziehen oder 3. Wenn ich also die 2 93er hochziehe, hätte ich ja dann 3 Stück oben. Beim Kyogre habe ich dann aber schon 4, also müsste ich ja auch 4 hochziehen. Wenn ich die 2 93er und das 91er nehme, die haben alle 15 Angriff, würde das passen? Oder soll ich das 96er nehmen und die 2 93er? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Und wie gesagt, 10 Shinies haben wir davon. Bam! Ach, jetzt bin ich wieder ganz raus. Ach, da schlüpft jetzt der Raid. Da können wir ja mal kurz drauf schauen. Ach, nee, kann man nicht. So. Das gucken wir uns nochmal an, hier die Animation, wie das Palkia gerade geschlüpft ist und jetzt regnet. Das heißt, es hätte sogar also Wetterboost, wenn man das jetzt machen würde. Aber wir machen ja was anderes, denn wir suchen uns jetzt nochmal das 100er Kyogre, werden das jetzt hochziehen auf Level 40, ans Maximum pushen und melden uns dann gleich zurück. Da sind wir wieder. Die letzten zwei Pushes haben wir natürlich noch aufgehoben. Ja, die werden wir jetzt noch durchführen. 2x15 noch oben drauf. 4086 plus 30 und der allerletzte 4115 plus 29. Das war's also jetzt. 100% Kyogre auf Max gepusht. Kannst wieder aufnehmen. KP, Angriff, Verteidigung, beste, die ich hier gesehen habe. Tschüss. Woo! Richtig genial, jetzt haben wir also das 100er und 2 98er. Wie gesagt, schreibt mal eure Ausbeute unten rein. Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Wie sieht eure Statistik aus? Was würdet ihr pushen? 15 Angriff oder die höheren IV? Lieber 96 oder 98? Und ja, dann bin ich gespannt, was bei euch so abging. Und diesen Monat ist ja Palkia am Start. Und mal schauen, vielleicht kriegen wir da ja auch was Gutes, was wir hochziehen können. Wenn nicht, dann auch nicht so schlimm. Das kommt ja auch irgendwann nochmal zurück. Deshalb bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.